Hallöchen, ihr Banausen da draußen. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde A New Beginning mit dem lieben Schwabenboy zusammen. Hallo. Ja, hallo Banause. Oder guten Morgen. Mahlzeit, wie immer. So. Ja, wir haben jetzt gerade mal, ich habe einen Kommentar gekriegt, dass ich gerade mal ganz kurz sage, von Tim Eberlein, der meinte, oder hat wohl angeregt, dass man den, dass man so schnell Hunger kriegt, das an den Mod rausnehmen, weil uns das doch extrem aufhält. Wir haben jetzt nochmal drüber diskutiert vor der Aufnahme und haben uns dann dazu entschlossen, den Mod drin zu lassen. Allerdings das Verrotten von der Nahrung rauszumachen. Genau. Jetzt versuchen wir gerade mal, ob das funktioniert. Das funktioniert nicht. Oder? Der hat den 17% schon. Der hat vorher schon 17 gehabt. Der hat vorher 15 gehabt. Ne, 17. Okay, ja, dann gucken wir gleich nochmal. Auf jeden Fall. Weil ich habe jetzt auch Zeugs drin. Bei mir ist jetzt noch nichts verrottet. Ich habe jetzt gerade das Zeugs alles gampert da drüber. Also rote Beete, Lauch, Melone. Okay. Ja, wie gesagt, das werden wir dann sehen. Ich hab's. Müssen wir jetzt mal beobachten. Ich hab's in der Config ausgemacht. Mal gucken, ob es funktioniert. Aber der Grund, warum ich gesagt habe, wir lassen es drin, was hast du nochmal am Pistenboot? Ja, sicher. Ihr habt doch gesagt, ich hab schon alles. Nee, hab ich nicht. Nein. Ich hab kein Pistenboot. Ja, den Presser. Ich wollte da gibt's ein Brech, da kriegen wir dann die Sojabohnen dafür. Und da kriegen wir dann doch extrem. Kommen wir gut an Nahrung, weil der Presser kostet uns auch keinen Strom oder sonst irgendwas. Der funktioniert halt einfach mit Soja. Warte? Ganz simpel. Genau, Soja ist halt das Nonplusultra, was Pam's Harvest Craft angeht. Muss man sagen. So, und ich mache jetzt da gerade mal ein paar Seeds noch. Ich habe dir die Seeds mal da reingeschmissen, die ich gekriegt hatte. Gäbe keine. Achso, ja. Ja, Sojabohne und Peanut war das, ja. So, ich werde mich jetzt mal ein bisschen um die Magical Crops kümmern. Das heißt, ich brauche. Ne, habe ich sogar, alles klar. Da werde ich mir mal ein schönes Fältchen da auch anlegen. Und ich mache jetzt gerade mal ein bisschen Soja, dass wir an Tofu und so Zeugs kommen. Sojamilch kann man ja dann auch zum Trinken. Sollte uns auch Hunger geben letztendlich. So, ich mache mir auch mal ein kleines Fältchen. Toll, dass meine Schaufel kaputt gegangen. Wie immer, irgendwas ist ja immer. Ich habe jetzt meinen Madhook verstärkt mit Acer. Ich habe noch keine. Muss ich mir noch bauen. So. Natürlich das Wässerchen da rein. Dann brauche ich natürlich noch Holz. Und dann brauchen wir das ganze Cooking Essence. Und ich wollte gerade mal nochmal gucken, ob da nicht der Kühlschrank und das Zeugs mit drauf ist. Jetzt weiß ich bloß nicht, wie das Zeug heißt. Doch, die sind hier drauf. Die Mods sind hier alle drauf. Mit dem Kühlschrank und so. Ja, wie heißt denn das? Auf Englisch weiß ich jetzt. Da ist es Fridge. Fridge. F-R-I-D-G-E. Da brauchst du eine Iron Door und eine Kiste. Ja. Wenn wir 6 Eisen haben, dann können wir den sogar bauen. Ja, Eisen haben wir auch. Ich werde mir jetzt auch mal einen Mattock gönnen. Aus Stein. Erstmal. Damit ich die mal habe. Langsam. So, weil dann baue ich mir nämlich mal einen Kühlschrank. Vielleicht können wir das vor Ort auch ein bisschen. Aber ich stelle das mal hier drinnen mit auf. So. Also bei mir verrottet das Zeug jetzt nicht mehr. Ja, dann wäre das eigentlich cool, wenn das aus ist. Im Inventar drin. Also ich habe Kartoffeln und Zeugs drin. Hier die Cooked Squid verrottet, aber jetzt ist schon auf 19%. Okay. Aber es kann natürlich sein, ich glaube, der Fridge, der verhindert das zum größten Teil. Deswegen muss man die Dinger ja auch haben. So, was ist das denn? Also diese Reisdinger, ich habe mal gelesen, ich habe mal nachgeguckt, warum diese Reisseeds nicht funktionieren. Ja. Weil er noch nicht mit dem Mod funktioniert. Da gibt es noch Probleme mit dem AgriCraft.
Mit okay. Pam's Harvest Craft dann halt. So, ich habe Minitio Seeds. Was ich mir auf jeden Fall bauen möchte, ist auch eine Gießkanne. Das heißt, ich brauche noch ein bisschen Eisen. Na, kannst du mal meine nehmen, weil ich... Nö, mach du mal. Ich mach schon. Nee, das Eisen habe ich jetzt ein bisschen leise. Ich könnte es mal bauen. Wir müssen sowieso mehr Eisen haben. Das ist total Latte. Das Eisen habe ich mir jetzt krallt. So, zwei habe ich schon. Fehlen noch drei. Für meinen Ofen. Das passt schon. Hör mal. Ach, Eisen ist auch noch hier drin, glaube ich. Da sind auch noch zwei Bacher drin. Das ist so, dann passt das doch sowieso. Und ich brauche zwei, habe ich noch übrig. Ja, dann reicht. Ich habe schon. Oder gib mir gleich die zwei. Ich hau die zwei gleich hier rein noch. Weil ich habe noch zwei Dust. Ja, das meine ich ja. Ich habe ja noch hier Dust. Ja. Moment. Dust da rein. Danke. Bitte. Weil ich möchte nämlich noch ein Herd bauen. Oh, sehr schön. Ich lege mal wieder ein bisschen Lava nach in die Schmelze. Oder Glas habe ich, schwarzes Glas mit Tinte, gell? Ja. Einfach Tinte umrandet. Genau. Du musst acht Glas haben und eine Tinte. Ja. Das heißt ja Tinte umrandet. Das sollte schwarzes Glas sein, ja. Ich habe noch. Hier Schleimballs, die tue ich mal hier rein irgendwo. Da, bitteschön. So, da ist eine Bowl, die brauche ich. Und ich brauche Bone Meal, habe ich. Boys, ja, wie geht die scheiß Water Can nochmal? Ich vergesse jedes Mal das scheiß Rezept davon. Ich weiß, wie es geht. Aber ich kann es jetzt nicht beschreiben. Zack, zack. Oh. Wir brauchen einen zweiten Crafting-Tisch. Bencher weg. Ich brauche jetzt einen zweiten, so. Punkt. Was ist das denn? Ein Telefon? Ein Grater, was ist denn ein Grater? Habe ich auch noch nie gehört. So. Ton, schwarz gefärbter Ton. Irgendwo noch Ton, ansonsten mache ich schnell. Achso, das ist Lehm. Wie komme ich denn an Ton? Ton ist das nicht. Ist das nicht Clay? Ne, das ist Lehm. Ja. Doch. Aber Ton ist doch gebrannter Lehm, oder doch, nicht? Ja. Ne, ist okay. Aber wie kriege ich den schwarz? Auch mit Tinte, glaube ich. Müsste. Was wollte ich denn jetzt? Eine Gießkanne. Ja, hab ich schon. Fackeln wollte ich. Genau, jetzt weiß ich, was ich wollte. Noch eine Kohle? Charcoal müsste drin sein, ja, im Ofen. Ah, wir haben ja, ich brauche nur eine. Ich habe ja eine bei dem Gravel-Zeug rausgenommen. Da sind 14 drin. Passt. Ach du Scheiße, ich kann das gar nicht bauen. So ein Krampf. So, dann wollen wir die mal ein bisschen kreuzen, hier, die Dinger. Scheiße. Och, Mann. Brauche ich zwei Diamanten dafür. Nicht dein Ernst, oder? Für was? Für das Cooking of Blockhead. Zwei. Dann müsstest du mal gucken. Ich glaube, kann sogar sein, dass wir Diamanten schon haben. Hast du schon mal in die Kisten geguckt? Ja, die Frage ist, ob ich das wirklich verschwenden will. Wir sollten erstmal vielleicht dieses Cookbook machen. Das haben wir doch. Ja, wir müssen das aber craften. Guck mal in die Quest. Da brauchst du eine Kartoffel und ein Buch. Wo hast du denn das? Bei Other Ways to Survive oder More Ways. More Ways to Survive. Da ist das ja, also Cookbook. Okay. Und da brauchst du eine Potato und ein Buch. Oh, ich krieg schon wieder Wahnsinn. Was? Ja, ich bin überhitzt. Bitte wieder wahnsinnig. Ich bin überhitzt. Okay, wenn du dann wahnsinnig wirst, hör mal. Na, wir wären 105 Grad. Ich auch. Ne, 104 habe ich gerade. 105,83. So. Dann wollen wir mal die Minitius-Essenz ein bisschen kreuzen hier. Ach, ich hab ein gutes Ding gesehen letztes Mal bei einem Video, wie man richtig leicht kreuzt.
Okay. Also schneller auf jeden Fall. Da musst du halt über 2x2 Feld machen. Und über Kreuz. Das ist viel einfacher. Muss ich gleich mal zeigen. So, der Seed Analyzer steht hier. Da wollen wir nochmal kurz analysieren. So, 2-1-1 schon mal. Sehr gut. Und 2-2-1 noch besser. Ja, das mit dem Camel Pack, das ist ablehnt, dass es nicht so richtig funktioniert. Ja, weil das vor allem kühlt. Ja, aber. Ich weiß aber auch nicht, warum es nicht funktioniert. Total doof. Ja, schon. So, und das kommt schon mal da rein. Die Frage ist, wenn ich eine Spawnfläche verziere, muss ich ein Stück weg, gell? Ja. Also das mache ich aber auch ins Tag. Ich weiß jetzt nur nicht, wie viel Felder das waren. Boah, wie viel Erde haben wir denn eigentlich noch? Ich habe noch 2. Ich habe noch 25. Also wahrscheinlich zu wenig. Ah, da 5x5 könnte eigentlich reichen. Ja, das könnte reichen, ja. Ich weiß jetzt nicht. Du musst eine Mindestzahl an Feldern haben. Ich meine 5x5. Das kann sein, ja. Ich weiß es jetzt nur nicht mehr. Ist immer so ein Ding mit Tiere spawnen lassen. Meine 5x5. Ja, aber hilft uns zumindest vom Essen her auch wieder weiter. Das stimmt. Jetzt einfach mal das Stück hierher. Sollte eigentlich weg sein. Du hast einen Presser schon, ne? Ja, der steht drin. Okay. Haben wir schon Sojabohnen? Ja. Nee, die sind am Wachsen noch. Nee, sind schon fertig. Ich hab's mit noch einmal hochgezogen, aber ich wollte jetzt noch ein bisschen kreuzen. Warte, ich. Dann testen wir nämlich gleich direkt mal was. Deswegen wollte ich halt das Küchenzeug aufbauen, um einfach einfacher zu kochen. Ah ne, ist ja so. So, müssen wir noch eine Frau einstellen. Okay, der war nicht nett. Ja, ich bin doch da. Ich meine dich nicht. Ich bin doch hier, ich zeige jetzt gerade mal dieses leichte Kreuzen. Oder das leichtere Kreuzen. Wart. So ist der Aufbau dafür. Und zwar, okay. Wenn man jetzt beide Dinger hier hat, jetzt pass mal auf. Warte, wenn der jetzt dann auch noch gekreuzt ist hier. Na komm, da. Dann reißt du die fertigen einfach wieder ab. Okay. Dann machst du die wieder groß und dann machst du das über die anderen Seiten. Da ja, brauchst du nie wieder ganz abbauen und so. Analysieren muss ich ja trotzdem. Ja, sicher. Oder du kannst die jetzt einfach weglegen, weil da sind jetzt wieder die höheren. Die sind ja jetzt höher als die vorher waren. Ja. Und dann kannst du jetzt, da machst du jetzt 5-6 Mal und dann hast du die Seeds, die du dann über hast oder ganz am Ende hast. Die machst du dann im Seed Analyzer. Ich teste das jetzt einfach mal. Ich mach das jetzt 3-4 Mal. Und dann gucken wir mal, was für Seeds da rauskommen. Weil du musst dann nie wieder was abbauen hier. Großartig. Okay. Weißt du, jetzt freut sich die wieder. So. Zack, zack. Dann reiße ich die wieder ab. Tu die direkt weg. So. Dann mache ich die wieder groß. Und so ist das am einfachsten. Ich habe das letzte Mal gesehen. Fand ich richtig cool. Das System. Also, weil das ist einfach. Und funktioniert. So, diese müssten gleich damit da groß sein. Bitte. So, du auch bitte. Danke. Das ist die Frage, haben wir Gras-Seeds? Ich meine, wir haben Gras-Seeds. So. Ja, haben wir. Die kreuzen wir jetzt auch wieder. Ich kann nicht haben. Einmal. Na komm, und zweimal, sehr schön. So. Was ich jetzt noch brauche, ist ein Zaun. Okay, da kann ich dir gerade nicht mehr dienen. Nee, so, ich habe kein Holz mehr. Also das Zeug im Kühlschrank verrottet nicht. Ja, dafür ist der Kühlschrank ja gut. Das ist schon mal gut, dass wir den schon mal haben.
So, die Kreuznummer und dann gehe ich mal testen. Los, kreuze dich. Dauert. Das ist, was halt verrottet war, das ist jetzt verrottet, aber halt weiterhin. Dauert. Obwohl, das kann natürlich sein, dass er den, dass ich, wo ich jetzt die Config geändert habe, dass das nur da ist, also dass das nicht neu verrottet. Weißt du, wie ich meine? Ja, das meine ich ja gerade. Das kann gut sein, ja. Stimmt. So, und die teste ich jetzt mal. Wir haben das jetzt, ich glaube, 4-mal gemacht. Mal gucken, was da jetzt rauskommt. Rausgekommen ist. So. Ja, 654 ist da jetzt einmal schon mal rausgekommen. Und 554. Das hat sich schon mal gelohnt. Muss ich sagen. Da war schon mal etwas höhere Minitio-Seeds. So. Was kann man denn daraus noch machen? Erstmal gucken. Minitio-Block. Wir können den, natürlich den Fertilizer machen. Jetzt schief. Es regnet. Ach ja, stimmt ja, wir sind ja nicht in der Wüste. Es regnet, die Erde wird nass. Ne, den brauchte man nicht, ne, glaube ich. Rose-Pulser. Alter, was ist das? So, ich versuche jetzt mal, ob man hier Tiere spawnen lassen können. Ah. Aha. So. Ich würde sagen, ich hau jetzt mal einen Diamant raus. Für den Weak Infusion Stone. Wenn ich es darf. Nein, nimm doch einen Emerald. Oder einen Emerald, ja. Wir haben einen. Ja. Mehr wie Diamante. Okay. Und da könnten wir den Diamant nämlich dann hernehmen für die Kuchenstelle. Ja, gut. Ja. Achso, ja, stimmt. Hast recht. Okay. Aber ohnehin Leder, wie kriege ich den? Also Leder. Leder. Kriege ich Leder, wenn ich mit rotem Flash vielleicht? So. Wenn ich jetzt noch 2 Accio-Essenzen kriege, dann haben wir. Könnten wir theoretisch schon Kohle-Seeds oder so machen, wenn wir möchten. Nee, Leder kriege ich. Kriege ich nur mit Rotten Flash mit Blood Magic. Leather. Schade. Co-Essence. Ja, oder Botania. Oder Mindchamp. Oder Bean. Ich wollte eigentlich jetzt eher realistisch bleiben. Problem ist, ich muss jetzt erstmal gut, dass wir noch 2 Diamanten kriegen, weil dann können wir nämlich. Geil, wenn wir. Und ja. das ganze Fruchtzubehör. Wir sollten auf jeden Fall wieder auf die Jagd gehen für. Mit, nicht die Kisten, hier Loopbacks. Ups. Ja. Dass wir da wieder mal ein paar finden. Und vor allem brauche ich Holz. Gleich mal. Warum wächst hier wieder nichts? Ist ja schlimm. Guck. Wachse! Ach, ich muss den verbrennen im Ofen, den Ton, okay? Wachse doch, für mich. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal, wenn es Nacht wird. Ja. Da ist ein bisschen was, ich so, so zeigst da. Ja, da ist ein bisschen was. Mich ja wundern, ne? Ich bin. Das ist immer noch 105 Grad hier, ne? Oder Fahrenheit. Ich bin bei 106. Plästert. Das ist immer noch so hoch. Ich bin bei 106 und haben wir bei 60% Wahnsinn. Was? Da wird der Wahnsinn. Ja. Oh mein Gott. Ja, da kannst du drauf warten, bis ich dich wieder als Creeper sehe. Ja, dann werde ich auch wahnsinnig. Ich muss jetzt echt erstmal. Und was trinken brauche ich auch und ach du Kacke. Ich könnte ja, gleich mal rotztrocken nachgucken, wenn wir gleich die Aufnahme beendet haben. Ich habe ja jetzt die Config gefunden, ne? Womit das funktioniert. Ich kann ja gleich mal nachgucken, ob ich das mit dem Camel Pack aktivieren kann. Ne? Ja. Mal eben schnell. Geht ja relativ schnell.
So, ich bin jetzt bei 33%, Wahnsinn. 32. 31. 30. Insanity. Ja. Bin gerade echt im Abkühlen. Oh, das ist schön. Ein großer Baum ist schön. Das gefällt. Jawohl, es regnet. Geil. Denke ich gerade, warum kriege ich den Schaden, aber ich glaube, ich bin unter Wasser steht. Nee, aber ich muss mich irgendwie abkühlen, echt. Das geht gar nicht. Der Regen, ne, der ist sowas von laut, das ist ja der Hammer. Wieder. Aber mein Wahnsinn steigt wieder. Du kannst auch, wenn du möchtest, die Folge beenden. Wenn du das okay möchtest. Okay. Dann bedanke ich mich schon mal bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier unter Wasser ist es angenehm kühl. Ich glaube, da bleibe ich noch ein bisschen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich bei dir fürs Mitmachen wieder bei Nause. Immer. Und auch beim Nause auf dem Kanal vorbei. Link wie immer in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, ihr könnt jetzt mit unserer Entscheidung leben bezüglich dem Hunger. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg dahin und sollte auf jeden Fall, soweit sich dann ausgeht, dass es doch kein Problem mehr gibt. In diesem Sinne, wie gesagt, bedanke ich mich und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss! Tschüss!